Ja, moin moin, hier ist Martin. Ich bin jetzt in Lima. Der Flug hat lange gedauert und ich war ziemlich kaputt gestern und ich leide auch noch ein bisschen irgendwie an Jetlag. Ist ja kein Wunder. Gestern waren es 7 Stunden, heute sind 6 Stunden Zeitunterschied. Naja, wie auch immer. Ich freue mich total, dass ich jetzt hier bin in Peru. Und wie man sieht, ist es bedeckt. Ich glaube, die Höchsttemperatur höchstens 18 Grad heute, ein bisschen windig. Keine Sonne, nicht so schön, aber das ist wohl ganz bekannt hier in Lima. Ich glaube eher so im Dezember, wenn ich dann meine Reise, den Rückflug antreten werde, bin ich ja noch ein paar Tage wieder hier. Und dann wird der Himmel wahrscheinlich wohl blau sein mit viel Sonne, aber jetzt ist er halt bedeckt und naja, wie auch immer. Es ist trotzdem sehr schön. Heute ist Sonntag, die Leute sind alle unterwegs, sie fahren hier Mountainbikes und hier, der Stadtteil ist Miraflores und der Teil da vorne ist Barranca. Hier ist hier die richtige Grenze, wo die Straße da herführt. Und die Leute, die fahren, wie gesagt, Mountainbike, die fahren Rollschuhe oder die sind beim Joggen unterwegs. Naja, ich suche mir gleich noch ein schönes Plätzchen, werde da vielleicht mein erstes Bier heute trinken und werde noch ein bisschen wandern hier in Miraflores, mir den Stadtteil ansehen, der soll sehr schön sein. Und naja, bin guter Dinge, habe eine gute Unterkunft. Und vielleicht stelle ich das Video auch rein, mal gucken. Ansonsten bis später, ne?